sind hier beim Stadttheater in Berndorf. Da haben wir den Bühnenmeister Wodki. Du hast da jetzt eine neue Technik. Ja. Eine sogenannte Drehbühne, ne? Drehbühne, die eben für verschiedene Veranstaltungen brauchen werden. Wir können da zig Positionen einprogrammieren, Schnelligkeit. Das ist so sogenanntes Schaltpult, oder? Das ist ja. Der Schaltpult, ja. Auch jetzt einmal eine freie Fahrt, das heißt, sie dreht sich laufend, ohne Position, Fixierung. Achtung, drauf, jetzt drehen wir nach rechts. Achtung, Fahrt geht nach rechts. Das ist nicht weggeschleitert, nicht? Sind kein Haar, da geht schon was. 30 Sekunden eine Runde. Oder wie viele Sekunden? 30 Sekunden eine Runde. Jetzt geht's los. Ja, aber das ist schon relativ. Aber springt da jetzt mal. Nein, das ist vielleicht könnte man so als das verwenden. Also, ah, das Schauspieler extra. Der bremst ziemlich langsam ab. Red es nur, wenn wer nicht schwindelfrei ist. Ja. Jetzt einmal die andere Wille. Okay. Ich darf da runter zu gehen. Ja, mit der Schiebe. Nein, wer zum Ausdrehen? Nein, in der Szene aus dem Rest immer nur. Natürlich ist auch der Stadtrat Helmut Wiltschka da ein sogenanntes Ringelgespritz am Tag, nicht? Ja, aber so schnell wird es sich im Normalbetrieb drehen. Wir können natürlich jetzt einmal vier Positionen oder fünf Positionen haben wir vorprogrammiert. Insgesamt können wir 90 Positionen programmieren. Das heißt 360 Grad in 90 Segmente unterteilen. Aber wie gesagt, im Normalbetrieb wird das nicht so schnell drehen. Da sind noch die letzten Bretter, um was noch wo eingefügt werden. Und wir werden dann, glaube ich, noch unterhalb reinschauen und sich die Technik anschauen. Die Technik anschauen. Es ist eine Riesenbühne da. Im Kaiser Franz Josef Theater in Berndorf. Drehbühne hat es ja da noch keine gegeben, nicht? Das ist nein, überhaupt nicht. Die gibt es ja gar nicht mehr in großen Wiener Häusern, muss man sagen. Oder in wenigen Häusern. Nicht einmal Baden hat eine Drehbühne. Die sind gerade dabei, dass sie überlegen, eine Vorbühne, so wie wir schon haben seit 3 Jahren, zu etablieren oder zu bauen, wobei vorhin kam die zum Sitzplätze getauscht. Also wir sind da mit unserem Theater schon relativ weit vorne, was die Technik betrifft. Also in Niederösterreich einzigartig? Einzigartig in dieser Größe, würde ich sagen. Nicht, es gibt schon Häuser in Niederösterreich, die ja drei Bühne haben, aber einzigartig in dieser Größe. Was hat denn das für ein Durchmesser? 7 Meter. 7 Meter Durchmesser. Also praktisch könnte man da 2 bis 3 Spiel Kulissen einbauen, nicht? Ja, wir können sogar mehr, so wenn man überlegt bei den Festspielen bis zu 5, so wie der Rainer sagt, oder wir haben ja letztes Jahr 5 gehabt, da haben wir diese Bühne aufgesetzt gehabt, jetzt ist sie eingebaut und die 7 Meter ist mir nicht beschränkt, man kann ja überbauen, also so weit bis zum Eisernen Vorhang, wir könnten nur 30 cm oder 40 cm nach vorne überbauen, wo sich die ganze Kulisse dreht. Mhm. Das ist eine super Sache. Also darum hat sich den Vorjahr also auch schon gedreht, nicht? 2016. 2016 und 2015 hat sie sich gedreht, allerdings hat sie sich gedreht mit Manneskraft und wenn man die Position und nur in eine Richtung und wenn man die Position nicht erreicht hat, dann hat man eine weitere Umdrehung gebraucht. Das braucht man dann immer mehr, weil jetzt haben wir den Rainer, der genau weiß, wohin und die Positionen festgelegt und somit wird das heuer bei den Festspielen im Sommer schon mal ganz andere Geschichten sein.